Es ist Samstag, der 17. Juni 2023. Ich bin im Pitztal und das ist die Kirche von St. Leonhard im Pitztal. Die außen eher schlichte Kirche ist, wie wir gesehen haben, innen wunderschön. Mit einem Herz-Jesu-Altarbild. Und das Herz-Jesu-Fest war gestern. Und der Festumzug ist morgen. Vielleicht kann ich ihn filmen. Es geht den Berg hinauf. Vorbei an Bäumen, die sich an diesen Felsen festhalten. Die Natur ist einfach toll. Vorne, Willi. Hier. Murmeltiere gibt's auch, aber in einem Gehege. Die sieht man gar nicht, ne? Die haben so eine Zahnfarbe. Da sind andere. Ja, guck da. Müssen wir eigentlich auch mal ein Foto machen, ne, Willi? Aber ohne Scheibe. Ohne Scheibe, genau. Die sind ganz offensichtlich die Menschen gewohnt. Ja, wahrscheinlich. Einmal kein aufgeregtes, typisches Murmeltiergeschreie. Nein, die piepen sonst immer so, ne? Da ist auch kein Steinbockgehege. Gibt's auch. Aber ich sehe nur diesen. Und außerhalb vom Gehege gibt's schöne Bergwiesen. Und das ist der Blick talauswärts. Und hier links der alte Bauernhof, ja, ist der sogenannte Schrofenhof. Ja, müssen Sie jetzt noch einen Investor finden, der die neu macht, ne? Erste Almrosen gibt's auch. Und hinter diesen Bergen, da drüben, ist das Ötztal. Ich kann die Berge im Einzelnen nicht benennen. Aber
Sie sind ca. 3.300 bis 3.500 Meter hoch. Ein Stück weiter oben ist der ganze Hang übersät mit Almrosen. Und noch weiter oben gibt's diese glücklichen Hühner. Und glückliche Kühe. Und weiter hinten glückliche Esel. Eine wunderschöne Einkehrmöglichkeit gibt's auch. Und das ist der Blick zurück. Die Alm ist die sogenannte Arzleralm. Auf einer Höhe von 1875 Meter. Unten beim Bach angekommen, mache ich noch einmal eine kleine Bergtour hinauf zu dieser Wallfahrtskirche.
Ich verabschiede mich mit Ehrfurcht von diesem kontemplativen Platz. Zurück bei der Kirche von St. Leonhard im Bitztal schließt sich der Kreis. Es war eine wunderschöne Rundwanderung von circa 4 Stunden. Es ist Sonntag, der 18. Juni 2023, Herz-Jesus-Sonntag. Im Bahnhof Ötztal haben wir gerade ein zugehöriges Ständchen gehört. Und jetzt bin ich wieder im Bitztal. Das ist die Herz-Jesu-Prozession.
Der Herr sei mit euch. Mit himmlischem Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen. Die Früchte der Erde und die Werke unserer Hände, im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war die Herz-Jesu-Feier in St. Leonhard im Bitztal. Weiter talauswärts mache ich noch eine Wanderung dem Bach entlang. Tolle, überhängende Felswände.
Und ein letzter Blick. Tal einwärts. Und hier freut sich meine Lunge. Die Kamera freut sich weniger. Ich gehe zur Bushaltestelle. Und das ist der Stuivenfall auf der anderen Talseite in der Nähe von Järzens. Alles in allem 160 Meter Fallhöhe. Da freut sich meine Lunge noch mehr. Ich bin wieder unten. Es waren zwei wunderschöne Tage im Pitztal.